Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Ich bin gerade in einer Herausforderung und zwar kann ich euch die kurz zeigen. Und zwar muss ich hier 10 Kilometer mit einem beliebigen Kettenfahrzeug rückwärts fahren. Oder halt, ja, ihr nennt's wie ihr es wollt. Genau. Und mir ist gerade wirklich eine Sache aufgefallen und zwar. Leute, guckt euch mal bitte das hier an. Was ist hier falsch? Normalerweise müsste ich hier eigentlich runterfallen. Tue ich aber nicht. Stattdessen ist die Straße hier unsichtbar. Beziehungsweise geht es bei mir hier erstmal tausende von Metern oder hunderte von Metern in Abgrund. Und das ist etwas weird. Und da vorne kommt dieselbe Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, nochmal. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Na, jetzt passt auf, ich müsste eigentlich rein theoretisch, wenn hier ein Loch drin wäre, runterfliegen. Ich tue mal die Kamera so hin positionieren. Und guck, ich fall nicht runter. Ich fall nicht runter. Das ist doch komisch. Aber mal bei der Herausforderung kurz immer noch nichts. Boah, ich schlecht. So. Achso, geht ja gar nicht. Muss ich mit dem Controller kurz hantieren. Weil ich bin eigentlich auch schon dabei, die Medaillen zu sammeln. Jetzt passt. Weil ich bin eigentlich auch dabei, die Herausforderungen alle abzuschließen. Aber das Problem ist, das will nicht. Aufträge, Ausschreibung. Oh Gott. Neugebiet, modernes Mehrfamilienhaus. Oh Gott. 1 Million. Kampagne. Gibt es noch Lehrgänge? Ja, den hier. Wie viele Lehrgänge gibt es denn hier? Also ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall mal einen Lehrgang. Und zwar, was machen wir das? Ja, komm mal, was hier mit dem fetten Oschi. So, möchtest du diesen Lehrgang wirklich starten? Ja, möchte ich. Oh nein, bitte nicht auf die Musik achten. Willkommen, heute zeige ich dir, wie du den Kran anliefern und und führen kannst. Ich verstehe, mit dem Kran kann ich Materialien an höhere Punkte auf der Baustelle bringen, oder? Ja genau, probier es doch mal aus. Unglaublich, okay, dann fangen wir an. Wechsel in den Kran, indem du Steuerkreuz drückst und über die linke Taste, also diesen linken Joystick, den Kran auswählst. Würde ich sagen, machen wir das nochmal. So. So, jetzt kann ich hier den Kran halt hin und her steuern mit Tastatur. So. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was ich machen soll. Benutze den linken Joystick, um den Uhrzeigersinn zu drehen und die Laufkatze zu bewegen. Hui. Einmal kurz ein Turnaround. Ja gut, Haken ist relativ. Befestige die Ladung, indem du... Ja, das wissen wir. Um eine bessere Ansicht auf die Ladung zu bekommen, wechsle zur Hakenkamera. Nee, brauche ich nicht. Hakenkamera ist was für Weicheier.
So. Huch, das war falsch. Aber wie ging das gerade? Nee, hä? Und wie konnte ich doch gerade die Ladung nicht verstecken? Hä? Weil wenn ich jetzt hier drauf drücke, zack. Jetzt. So. Nach oben damit. So. Ist nach oben das Ding. Dann rüber. Bisschen zurück. Kann die Heilung oder so darstellen. Ist nicht einfacher, wo es geht. So. Dann direkt die nächste Lieferung. So. Vielleicht den zweiten. Aber so. So. Gute Arbeit. Es sieht so aus, als ob du bereit wärst, den Kran auf einer echten Baustelle zu führen. Danke für die Instruktion. Das hat mir weitergeholfen. Kein Ding. Wir sehen uns. Hau rein. Du auch. Wir sehen uns. Okay. Was jetzt? Hakenkamera. Du hast den Auftrag 81k Schnelleinsatz Kran erfolgreich abgeschlossen. Hier ist dein Auftragsbericht. Gesamtbonus 20%, also Gesamtsumme. Ja, Digga, die paar XP. Macht jetzt auch keinen Unterschied. Ganz ehrlich, macht keinen Unterschied. Aber wir können noch mal eine Ausschreibung machen. Ausschreibung vor allem. Ein Lehrgang. Allerdings. Nee, nicht denselben schon wieder. Sondern einen anderen. Und zwar können wir noch einen Auftrag machen. Fahrzeug einen Auftrag annehmen. Halte es, bevor du einen Auftrag. Was? Halte es an, bevor. Warum denn? Hallo? Betrete die Fahrzeugkarte, schließe das Filmmenü, kehre zum Spiel zurück. Hä? Okay, das scheint irgendwie nicht zu gehen. Ich weiß nicht warum. Es will nicht gehen. Weil rein theoretisch könnten wir uns nochmal einen Auftrag machen vom Kran, aber es wird es nicht bringen. Die Aufträge habe ich alle schon gemacht, die sind langweilig.
Einkaufszentrum Gründungsbau. Große, Alter, aber der hier bringt halt 2 Millionen. Aber da dürfte ich halt keinen einzigen auslösen. Scheiße. Ist schon echt eine ganze Menge. So, was geht's hier? Park mit Tiefgarage. Auftragsdetails. Oh Gott, das ist wieder das. Oh nee. Also da bin ich mal komplett raus. Was ist das hier alles? Ja, okay, die ganzen Aufträge habe ich auch schon gemacht. Außer den hier. Abfräsen. Nee. Was gibt's denn noch? Gründungsbau. Kanalarbeit. Parkplatzbau. Nee. Kellerbau? Nee. Das gibt's doch nicht. Vor allem, was ich mich frage, wie kann ich in diesem Game die Medaillen aussammeln? Ich komme da bis heute nicht drauf klar. Ich komme da bis heute nicht drauf klar. Ich verstehe es absolut nicht. Weil hier ist eine Medaille. Ich fahre dahin. Passiert aber nichts. Auch wenn ich hier irgendwie die Knöpfe rumdrücke, es passiert nichts. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kann hier die Medaille nicht einsammeln. Nee, es tut sich definitiv nichts. Keine Chance. Ich kann diese Medaille hier nicht einsammeln. Geht nicht. It's not possible going. Okay. Gar nicht gut an der Stelle. Ja, kleiner Verkehrsunfall. Fahr doch weiter. Aber hier war irgendwo davon. Weil ich verstehe nicht, wie ich die Medaille einsammeln kann. Ich bin da drin, aber es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Ihr hört es selber, ich drücke alle möglichen Taschen, aber es tut sich nichts. Ich weiß nicht, wie ich die einsammeln soll. Okay, jetzt einfach mal weg teleportiert. Was passiert, wenn ich gehen will? Okay. Wird er mal stehen. Was passiert euch, wenn ich den Bus ab vorne ramme? Geh mal weg. Groß, außer dass halt auch stehen bleibt. Huch. Da war eine unsichtbare Wand. Ich komme da nicht durch. Oh no. Aber hier fahren wesentlich mehr Autos längs als damals. Es ist doch nicht. Ein bisschen zu schnell. Meines Erachtens nach. Hallo?
Ich komm da nicht weg, das ist doch ein Scherz. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, das war's komplett. Ich komm hier nicht weg. Ja, gut, Leute, ich würde sagen, an der Stelle bringen wir das Video dann ab. Und falls es euch gefallen hat, wenn ihr von mehr sehen wollt, lasst ein Like da. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt einen Traum auf den Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.